Ganz, ganz wichtig. Ich habe eine Nachricht bekommen von dem einen von JQ. Ich habe seinen Namen vergessen, leider. Ich weiß aber, wer das ist. Das ist der, der jetzt auch gleich im Video zu sehen ist. Der hat mir geschrieben auf Instagram und meinte, Bruder, kann ich dir eine Paysafe schicken mit 50 Euro? Das, aus das natürlich nicht, ne? Er hat mich angeschrieben, er meinte, Bruder, kannst du auf das Video reagieren? Es ist ein sehr emotionales Video. Du bist so ein Wichser. Ich habe gerade einen Herzstillstand bekommen, du kleiner Wichser. Bruder, mein Herz. Digga. Er hat mir auf jeden Fall geschrieben auf Instagram und meinte so, ey Bro, sehr emotionales Thema, kannst du drauf reagieren? Die Geschichte nimmt mich immer noch mit. Und er hat das Ding so hochgepusht, Digga, dass ich mich frage, worum es da in dem Video geht, Alter. Ich muss immer noch lachen mit dem scheiß Ding im Hintergrund. Sie wurde eingesperrt und heftig belästigt. Eine Beziehung mit Horrorende. JQ Entertainment. Ab die Post. Dinge, die er mit mir gemacht hat, das sind jetzt... Ey, wir wollen uns nicht spoilern lassen, ganz wichtig. Boom, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video bei JQ Entertainment. Ich bin heute wieder alleine. Ausfahrt, Digga. Dass da überhaupt Autos fahren können. Zu Hause, aus familiären Gründen. Deswegen auf jeden Fall alle einmal Free JD. Baller JD, hol dir verdammt. Nee, WWQK. Hol dir verdammte Handschuhe, Digga. Bruder, da wird mir ja kalt, Junge. Ich bin im Pullover, ich schwitze eigentlich. Die Kommentare. Leute, wir sind heute in Duisburg. Wir sind hierher für eine Geschichte gefahren von einer Dame. Leute, es fällt mir gerade echt schwer zu reden. Ich bin wirklich einfach sprachlos über die Geschichte. Wir haben die Geschichte gerade gehabt. Ich habe wirklich einfach Hass bekommen. Ich habe... Das merkt man auf jeden Fall an den Händen, Digga. Rot angelaufen. Power bekommen. Ich war am Zittern. Kennt ihr dieses Brennen einfach im Magen? Ich frage mich wirklich, wie man sowas einer Frau antun kann. Und wisst ihr, was ich jetzt schon mal sagen muss? Was mich stört? Also was jetzt nicht krass negativ ist so? Oder beziehungsweise, das wäre eigentlich eher so ein Rat, was viel geiler gewesen wäre. Das ist eine Story, die hart ist. Also eine krasse Story, das sieht man ja schon am Titel. Geiler wäre es einfach, das ist einfach typisch dieses Bearbeitungsdenken. Wenn er das Video nachts gedreht hätte, schön so Laternenlicht auf die beiden, dass man so eine richtig geile Atmosphäre hätte, weißt du, weil jetzt ist hell, das passt irgendwie nicht. Hell und dann eine dramatische Story, wisst ihr, ich meine, das ist aber wieder dieses Bearbeitungsdenken. Mehr will ich auch dazu gar nicht sagen, schaut selber zu. Instagram von der Dame ist in der Biografie markiert. Bruder, wer hupt da, Junge, fahr einfach Auto. Hier könnt ihr auf jeden Fall schöne Nachrichten schreiben, darüber würde ich mich freuen, darüber würde sich die Dame freuen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Lasst uns Respekt zu der Geschichte zeigen, dass die Dame das geschafft hat. In dem Sinne, viel Spaß bei der Dame. Let's go. Stell dich einmal vor. Also ich heiße Edda, ich bin 20. Hallo Edda. Ich komme aus Duisburg. Welche Schuhgröße hast du? Würde mich jetzt mal interessieren. 42. 42, Bruder? Der ist ja fast so große Füße wie ich. Ich habe 44. 40 für eine Frau. Ja. Auf jeden Fall, wir haben heute das Thema wieder emotional. Das bedeutet, hast du für uns eine Geschichte, was die Leute hinter der Kamera zum Nachdenken bringt und dass sie einfach mit dir fühlen. So, ja. Weißt du, einfach diese Gänsehautmomente haben. Hast du eine Geschichte für uns? Ja. Und die bist du auch bereit zu erzählen? Ja? Ich würde sagen, fang einfach mal an. Wir hören dir alle zu. Es fing damit an, das ist eine Geschichte, die vor 2 Jahren war. Da war ich 18 Jahre alt. Also sie jetzt 20 für die ganzen Mathematiker. Packt doch einfach mal die Taschenrechner weg. Ihr könnt das auch ohne. 18 plus 2 sind... Da habe ich einen Jungen kennengelernt. Ja, es fing halt damit an. Wir haben ganz normal auf Instagram geschrieben und irgendwann kam es zu einem Treffen. Da sind wir nach Oberhausen Zentrum gegangen. Da war eine Freundin mit mir dabei. Es lief halt alles in Ordnung. Aber es ist auch Standard, ne, bei Mädchen, glaube ich. Wenn die sich mit dem Jungen neu treffen, sind die immer zu zweit. Also die nehmen immer eine Freundin mit. Ist aber auch gut, weil du weißt nie, wer hinter dem Telefon steckt, wer die überhaupt geschrieben hat, wer die Komplimente gemacht hat. Deswegen immer, wenn ihr ein erstes Treffen habt, immer eine Begleitperson. Und wenn ihr keine Freundin habt, die mitkommt, dann einen anderen Begleitschutz, ne? Vielleicht im Sinne von einem Gegenstand. So, wie man sich auch eine Kennenlernphase vorstellt, natürlich. Nachdem wir uns halt getroffen haben, direkt beim ersten Treffen hat er mich zum Beispiel auch geküsst. Oh, Digga, das ist hart. Boah, das ist ein Gewerbegebiet. Was macht der Typ da hinten? Warum läuft der da noch rum? Boah, das ging mir zwar ein bisschen zu weit fürs Erste, aber ich hab's halt durchgelassen, so. Ja, da war halt so eine Zeit, da habe ich erstmal auch bei meiner Schwester gelebt und da habe ich den zuerst meine Schwester vorgestellt. Dann sind wir direkt auch zusammengekommen, direkt an dem Tag. Das ging halt wirklich sehr schnell. Bruder, das ist, Digga, das war... Da war die Zeitraffer-Einstellung. Digga, das ging echt schnell. Überleg mal, erstes Treffen, geküsst, Bruder, Gehirn, schalte dich selber bitte wieder ein. Erstes Treffen, direkt geküsst, Schwester vorgestellt und zusammengekommen. Bei dem Jungen war echt Jackpot. Warte, wie lange habt ihr euch davor getroffen? Also wie lange war die Zeit, bis ihr zusammengekommen seid? Wir haben so 2 Wochen Kennenlernphase. Achso, sorry, ich nehme alles zurück. Und direkt an dem Tag, wo wir uns getroffen hatten, meinte der, dass wir direkt zusammen sind. Achso, ich nehme doch nicht alles zurück, weil es war doch in 24 Stunden. Hat er das zu mir gesagt? Naja, ich habe nicht Nein gesagt, weil er hat mir halt persönlich gefallen. Er war auch hübsch, ne? Auch Charakter und so, alles hat gestimmt. Und eine Woche... Charakter hat gestimmt?
Okay, ich war bei allem, habe ich mich selber angesprochen gefühlt, bis zum Charakter. Später, am 19.12.2019 hat er sich mit mir verlobt. Er hat meinen Heiratsantrag gemacht. Verlobt auch schon direkt. Ich bräuchte zum Beispiel... Ey, ich sag dir ehrlich, ganz wichtig, Chat, damit ihr auch seht, was meine Einstellung dazu ist. Wenn ich mit dem Mädchen zusammen bin, dann dauert das erstmal, ich will sie kennenlernen, ich will mit ihr Zeit verbringen, dies und das. Dann würde ich mich nicht nach 2-3 Jahren verloben. Das wird ein bisschen länger dauern so. Deswegen geht das auch, guck mal, verloben ist ja schon so ein Schritt Verantwortung, ey, das ist jetzt meine Verlobte. Dann kommt natürlich irgendwann heiraten, da bist du natürlich komplett in Achtern, ne, an die ganzen Männer. Wenn ihr dann überlegt zu heiraten, bedenkt, dass ihr Zellentrakt 4 seid, das ist viel Verantwortung. Deswegen überlegt euch immer, lernt die Person richtig kennen und seid auch nicht zu schnell. Weil guck mal, das Mädchen war übertrieben schnell, Digga. Die waren nach gefühlt paar Monaten waren die schon verlobt, Digga. Um eine Person so richtig auf Ernst kennenzulernen, brauche ich auf jeden Fall viel länger Zeit als 2 Wochen. So, weißt du, nach 2 Wochen, finde ich, kann dir auch eine Person was vorspielen. Es kommt halt dazu, ich habe mit meinen Eltern nicht so eine gute Bindung. Das betrifft auch natürlich die ganze Geschichte, so dass ich halt mit meinen Eltern nicht so eine Art Liebe genossen habe, wie jetzt zum Beispiel andere Leute so die Art von Liebe genießen von den Eltern, die sie bekommen. Das heißt, das ist natürlich auch diese Angriffsfläche, die sie hatte, die der Typ dann genutzt hat. Sie war halt sehr einsam, in Anführungszeichen, hatte keine Familie, kein Rückgrat und hat sich dann bei dem Typen anscheinend sehr, sehr wohl gefühlt, dass sie dann auch sehr, sehr schnell Entscheidungen getroffen hat, die eigentlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebrauchen. Ich habe halt zum Beispiel auch direkt seine Eltern kennengelernt, direkt wo wir auch zusammenkamen. Ich habe von denen so diese Liebe bekommen, die ich von meinen eigenen Eltern so gesehen nicht bekommen habe, aus meiner Sicht. Dann kam eine Zeit, da war ich im Krankenhaus. Wenn ich fragen darf, warum? Ich habe Blut erbrochen. Jede Menge. Blut erbrochen, also Blut gespuckt, ne? Am Tag meiner Entlassung hat er mich halt abgeholt und meinte, meine Eltern möchten dich sehen. Dann hat er mich mit zu den Eltern genommen, hat währenddessen mein Handy genommen, meinen Schlüssel. So, mein Schlüssel hätte den ja eh nicht weitergebracht. So, aber der hat halt, wie gesagt, meine Sachen genommen. Es war halt ganz normal, wir haben uns unterhalten, wir waren auch wirklich da. Und dann sind wir halt von denen aus rausgegangen, weil er meinte, der bringt mich nach Hause. Das war gegen 8, 9 Uhr abends. Mhm. Da hat er gesagt, komm mal kurz mit. Da habe ich gesagt, wohin? Und dann meinte er, ich will dir was zeigen. Dann hat er mich zu einem... Dir überleg mal, wenn du mit einem Jungen zusammen bist, dann denkst du gar nicht negativ. Wenn er sagt, ey, komm mal kurz mit, ich will dir was zeigen, dann denkst du als Mädchen natürlich, oh, geil, Überraschung, irgendwas ist geplant, nice, irgendwie Rose oder was weiß ich was. Du denkst ja gar nicht negativ, dass er dich irgendwo was weiß ich was einsperrt oder so. Er hat Familienhaus geführt, das hatte nur 3 Etagen gehabt. Also okay. Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und zweites Obergeschoss. Das Haus war auf jeden Fall leer und in der zweiten Etage, also halt in dem ersten Obergeschoss, da hat wohl jemand gewohnt und der hat sich wohl diese Wohnung angemietet. Der meinte dann halt, komm mal kurz mit. Dann sind wir da reingegangen, ich guckte, holt einen Schlüssel raus und macht die Tür auf. Da sind wir hochgelaufen zur Wohnung. Und da hat er mich so mit diesem Blick angeguckt, so Provokationslächeln, aber auch so dieses, ich lasse es mir nicht antäuschen. Und in diesem Moment hat er die Tür aufgemacht, er hat mich angeguckt und er meinte, geh mal rein. Ich dachte in diesem Moment, er hat so eine Wohnung für uns gesucht, so dass wenn wir heiraten. Das meine ich, Digga, guck mal, Mädchen bei sowas zu naiv. Oder das kann man ihr aber auch nicht vor, also das, da kann man ihr natürlich auch nicht die Schuld geben, weil sie sich denkt, ey, sie war grundsätzlich sehr naiv, dass sie zu schnell gehandelt hat, aber sie war halt einfach blind vor Liebe, hat sich gedacht, okay, bei dem hat sie wirklich ein gutes Gefühl, sie kriegt Liebe, die sie vielleicht früher nicht bekommen hat, das heißt, sie denkt gar nicht negativ. Letzter Gedanke wäre das gewesen, was da passiert ist, wisst ihr, ich meine? Digga, überleg mal, jetzt, ich bin gespannt wie ein Bogen, Digga. Dass wir direkt schon eine Wohnung haben. Die Wohnung war auch nicht hässlich. Der ist da halt nur so über die Türschwelle gegangen. Ich war aber halt schon so weit, dass ich in einen Raum fast reingelaufen bin. Ich wollte mich nur kurz umdrehen, um dem was zu fragen. Ich höre aber nur noch, in dem Moment, wo ich mich umdrehe, wieder die Tür zumacht und abschließt. Also im Endeffekt hat er dich eingesperrt? Ja. Okay. Warte mal, in einer Wohnung einsperren, da sind doch Fenster, oder nicht? Und ich war dann halt für gesamte 8 Monate. Bruder, niemals, weil jetzt habe ich ganz krasse Gänsehaut bekommen. Niemals war dieses Mädchen für 8 Monate in dieser Wohnung. Warte mal. Und ich war dann halt für gesamte 8 Monate in dieser Wohnung. Und das war eine verlassene, also da war keine Möbel, gar nichts. Du warst 8 Monate in diesem Zimmer. Bruder, überleg mal, wie gottlos muss ein Mensch sein, Digga. Ich muss mich hier natürlich ein bisschen beherrschen. Aber Chat, ein Mädchen hat einen Jungen kennengelernt. Sie war blind vor Liebe, was wirklich leider fatal ist, was man keinem Menschen raten sollte. Seid niemals blind vor Liebe, seid auf keinen Menschen angewiesen. Die wurde einfach 8 Monate lang in ein Haus eingesperrt. Boah, ich sag dir ehrlich, das ist mit die gottloseste Aktion. Ich will dir keine Sachen sagen, die jetzt vielleicht der erste Gedanke bei mir wären. Aber Digga, jeder kriegt das zurück, was er macht, ob gut oder schlecht.
Und der hat auf jeden Fall, ihr wisst auch, wie heiß Herd ist, wenn man auf 9 stellt, ne? Das 50-fache, Digga. Der hat VIP-Platz in der Hölle. Bruder, wie kann man jemanden 9 Monate einsperren, ohne sich zu schämen? Man muss erstmal das Gefühl haben, diese Hemmschwelle muss so gesunken sein, dass man jemanden einsperrt, Digga. An was ich jetzt direkt gedacht habe: Essen, Trinken, 8 Monate gar nichts. Ich hab in diesen 8 Monaten, ob du es glaubst oder nicht, ich hab 30 Kilo abgenommen. Boah, ich hab Gänsehaut, Walla. Ich hab wirklich Gänsehaut. Erstmal ganz kurz Chat. Lass uns ein bisschen Liebe zeigen. Einmal ein Herz bitte hier in den Chat reinschreiben, Digga, für das Mädchen. Zum Glück wieder zurück hab. Ich hab währenddessen von ihm natürlich nichts zu essen bekommen. Er hat mich richtig leiden lassen. Klar, ich musste ja was trinken. Ich bin dann immer zum Badezimmer gekrochen, weil ich nicht mehr die Kraft hatte, auf meinen richtigen Beinen zu stehen. Ich bin dann halt ins Badezimmer gegangen und hab dann nur vom Waschbecken getrunken. Bruder, Walla, ich hab Gänsehaut, Digga. Krasse Gänsehaut. Ganz, ganz wichtig, also auch an das Mädchen, Respekt, dass du darüber sprichst. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Bruder, wie muss ein Mensch drauf sein, Digga? Walla, Digga, ich will hier nicht beleidigen, Digga. Aber Bruder, wie kann ein Mensch so ein Gottloser sein? Wie kann man so wenig Mitgefühl haben, so wenig Empathie haben, Digga, dass man jemanden dort einsperrt, Digga? 8 Monate lang, du gibst der Person kein Essen, kein Trinken. Sie muss zum Waschbecken kriechen, um was zu trinken, Digga. Überleg mal, das sind so Menschen, den siehst du das gar nicht an, wisst ihr, ich meine? Das ist irgend so ein Typ. Also wie gesagt, passt, Mädels. Ich sag extra Mädels, weil bei Jungs, ich will jetzt nicht sagen, bei uns passiert nichts, aber Mädels, passt auf, wen ihr kennenlernt und seid auch nicht zu schnell. 8 Monate in der Wohnung, Digga. Ich habe jedes Mal in diesem... Ich halte schwer 2 Stunden auf einer Polizeiwache aus. ...im Zimmer, was direkt neben der Straße ist, jedes Mal in der Ecke neben der Heizung gehockt und in der Hoffnung, dass die Heizung mal halt angeht, so weißt du. An jedem Tag wirklich, wo ich da in dieser Wohnung war, ich habe gehofft wirklich, dass er eines Tages zurückkommt und mich rauslässt. Aber das war... Das heißt, er war auch 8 Monate gar nicht bei dir. Nein. Du warst komplett 8 Monate... Also, der kam schon, aber... Bruder, Walla, mir ging halt so viele Sachen durch den Kopf. Bruder, überleg mal. Das war ja 8 Monate Knast. Bruder, die war 8 Monate gefühlt im Knast, weil die konnte 8 Monate nichts essen. Sie konnte nur Waschbecken trinken, sie hat 30 Kilo abgenommen. Sie hat 8 Monate lang, sie hat bestimmt, Digga, sie ist 18 gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, sie hat bestimmt gearbeitet oder ist noch zur Schule gegangen. Das heißt, ihr wurden 8 Monate da geraubt, dass sie nicht arbeiten konnte. Sie wurde höchstwahrscheinlich dort noch gekündigt von der Arbeit. Das heißt, sie hatte keine Arbeit, kein Geld, was sie verdient hat. Bruder, das kannst du nicht machen, Digga. Ich schwör's dir, Bruder, solche Leute, ich will dir keinen... negativen Fluch setzen, ne? Aber ich sag dir ehrlich, wie es ist, solche Leute, denen wünsche ich einfach das 50-fache, Digga. Dass er einfach brennt. So ein Ding ist das. Weil, Bruder, du kannst doch einen Menschen nicht 8 Monate einsperren, Digga. Bestimmte Dinge zu machen. Aber Leute, ihr müsst euch das mal geben. 8 Monate alleine als Mädchen in einem eigenen Zimmer, eingeschlossen, ohne Essen. Und das Mädchen, das sieht man dem Mädchen gar nicht an, ne? Ohne Trinken, ohne irgendeine Person, das überlebt nicht jeder. Und die war auch noch kalt, keine Heizung. Also mein Respekt hast du davor, dass du das halt überlebt hast, ich sag dir ehrlich. So, es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, Menschen können ohne Essen auf jeden Fall auskommen. Schon. Aber trinken nicht. Genau, und deswegen, meine einzige Möglichkeit war halt nur vom Waschbecken zu trinken. Eine andere Möglichkeit hatte ich ja nicht. Stell dir mal vor, Waschbecken, er hätte kein Wasser gegeben. Digga, Bruder, wie kann ein Mensch, Digga, das ist Bruder da, mein Kopf. Mein Kopf ist am Dampfen, Digga. Warum hat er das gemacht? Ja... Aus seiner Sicht war es wohl wegen Eifersucht. Aber Bruder, das Ding ist, was ich mir denke, so 8 Monate ist schon eine harte Zeit, das ist ja knapp fast ein Jahr. Kann ein Mensch, ich kenne mich damit nicht aus, Chat, einmal reinschreiben, kann ein Mensch 8 Monate lang nur mit Wasser überleben? Wegen, dass er halt die Kontrolle über mich haben wollte, aber ich durfte ja von meinen Eltern aus oder halt von meiner Schwester aus ja gar nicht weg. Der hat mich nie rausgelassen. Und dann irgendwann, wo er halt gemerkt hat, ich gehe halt raus von meiner Schwester und so weiter, so dass ich mit dir einkaufen gehe und so weiter. Bruder, du kannst, Digga, wie was für ein Vogel bist du, Digga, dass eine Person nicht mal mit ihrer eigenen Schwester einkaufen gehen darf, Digga. Also das, ich sag dir ehrlich, bei solchen Themen werde ich leicht aggressiv, weil ich mir denke, Digga, du bist mit einer Person zusammen, weil du sie liebst, weil sie dich liebt. Digga, lass doch einer Person auch mal Freiheiten, Digga. Ich würde es verstehen, wenn sie jeden Tag in den Club geht und sich da irgendwelche Korken durch die Disco knallen würde, Digga. Das ergibt gar keinen Sinn, aber ich würde es ja verstehen, wenn eine Person jeden Tag feiern gehen würde. Dass man dann sagt, ey Mädel, pass mal auf, das, was du machst, ist nicht richtig. Hör auf, feiern zu gehen. Dass man verbietet und sagt, ey, du sollst nicht mehr feiern gehen, weil das dir nicht gut tut. Aber eine Person nicht mal rausgehen zu lassen, das muss ein, der Typ muss auf jeden Fall ein Problem mit sich selber haben, Digga. Da kann mir jeder was sagen, was er will. Hat er sich halt wohl diesen Plan gemacht und dachte sich, nö, ich will sie für mich, ich will sie ganz alleine. Bruder, das ist ja nicht mal süß. Jedes Mädchen, das jetzt irgendwie denkt, oh, wie süß, er wollte sich für mich.
Digga, das ist geisteskrank, weil das ist nicht süß und das ist auch nicht, dass man sagt, das ist süß und besitzergreifend, sondern das ist wirklich psychokrank. Ich will sie unter Kontrolle haben und dann muss das wohl sein. Leute, ohne Witz, mir wird gerade unnormal warm. Walla, Bruder, mir ist selber warm, Bruder. Ich schwör's dir. Mir wird gerade so warm, weil ich unter Schock bin. Ihr müsst euch vorstellen, wegen Eifersucht. Digga, da kann ich echt oft shoppen, Digga, weil mich sowas richtig abfuckt, Digga. Ganz wichtig, Chat. Ich will natürlich auch immer was mitgeben. Wenn es jetzt irgendeine Person gibt, die in einer Beziehung ist und wenn einer Person auffällt, so, ich habe auch gerade einen Freund und mein Freund ist vielleicht ein bisschen eifersüchtiger oder vielleicht sehr, sehr eifersüchtig, guck dir erstmal an, sei im Klaren mit dir selber und sei nicht blind vor Liebe und guck einfach mal, ist das normale Eifersucht oder ist das schon kranke Eifersucht? Weil wenn es kranke Eifersucht ist, trenn dich auf jeden Fall, weil, Digga, das ist keine Liebe. Bro, du kannst auch einen Menschen nicht 8 Monate einsperren, Digga. Selbst wenn es nicht mal 8 Monate sind, lass es eine Woche sein. Du kannst einen Menschen doch nicht mal eine Woche irgendwo einsperren, weil du sagst, du bist eifersüchtig und willst sie für dich haben, Digga. Der hat auch safe einen Schaden, Bruder. Der hat irgendein Rohr gegen den Kopf bekommen, Bruder, bei irgendeiner Bauarbeit. Lässt du das Mädchen 8 Monate in einem Zimmer alleine eingesperrt? Das ist schon für mich Psycho. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß ganz genau, dass sie sagen wird, dass sie nicht davor gegangen ist. Ich hoffe, dass sie sagt, dass sie gegen ihn vorgegangen ist und dass der Typ jetzt im Knast sitzt, Digga. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie nicht dagegen angegangen ist, weil sie Angst hatte. Ein Gedanke von der Person. Ich war ja in dieser Wohnung, wie gesagt, alleine. Ich hatte ja keine Möglichkeit, mich mit irgendwas zu wehren. Also da war weder irgendein Gegenstand in dieser Wohnung noch sonst irgendetwas. Ich hatte ja auch kein Handy gehabt. Der hat ja mal Handy gehabt, wo wir zu seinen Eltern gegangen sind. Die Dinge, die er mit mir gemacht hat, das sind jetzt keine einfachen Dinge, über die jetzt jedes Mädchen hinwegkommen würde, weißt du? Das ist halt so gewesen. Er hat mich sehr, sehr oft zusammengeschlagen in diesen 8 Monaten und er hat mich auch vergewaltigt. Bruder, wo ist das bitte Liebe, Digga? Walla, bitte Chat, gib mir das Gefühl, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Wenn es irgendeinen Menschen gibt, der dazu sagt, dass es Liebe ist, Digga, dann soll er bitte jetzt, dann soll er jetzt einfach sein Maul halten, Digga. Weil, Bruder, das ist keine Liebe. Das ist auf gar keinen Fall Liebe. Das ist einfach krank sein, einen Knacks haben und einfach dumm sein, Digga. Ich schwör's dir. Das ist keine Liebe. Und jedes Mädchen, was denkt, dass es wirklich Liebe ist, sei dir im Klaren, spül dir einmal das Gesicht mit Wasser und denk einfach mal drüber nach, dass das wirklich keine Liebe ist. Ohne Scheiß, Leute, ich krieg gerade so einen Hass für Menschen, dass es solche Menschen gibt. Hand aufs Herz, ne? Gefühle, die du für eine Frau hast als Mann, die hast du nirgendwo. Die Gefühle, die eine Frau einem Mann gibt, die kriegst du von keinem anderen. Den Spruch hier gerade, ne? Den Spruch, den hat der einfach auseinandergenommen, so weißt du, was ich meine? Digga, Bruder, da könnte man so einen Deep Talk zu führen, Digga. Überlegt mal, guck mal, wie weit alles gehen kann. Eine Person, die von ihren Eltern keine Liebe bekommt, dass sie sehr naiv ist, dass sie sehr schnell handelt, weil sie einfach dieses Gefühl von Liebe nicht wirklich kennt, wie krass sowas einfach gehen kann. Deswegen gebt einfach jedem Menschen, den ihr in eurem Umfeld habt, den ihr auch wirklich liebt, gebt ihm einfach das Gefühl, dass ihr ihn wirklich liebt, damit er auch einfach das Gefühl hat, dass man ihn liebt. Bruder, dieses Lieben, Digga, das könnte der Titel sein. So oft, wie ich Lieben gesagt habe. Aber gebt ihm wirklich das Gefühl, dass du ihn auf jeden Fall gerne hast. Ich bin zwar der Schlechteste, wenn es darum geht, Gefühle zu zeigen, sage ich euch ehrlich, muss ich selber an mir arbeiten. Aber jetzt einfach, um euch das mitzugeben, gebt einfach den Leuten, denen ihr wichtig seid oder die euch wichtig sind, einfach das Gefühl, dass ihr sie gerne habt. Diese Frust, diese Trauer, diese Liebe bekommst du von keinem anderen als von einem Mädchen. Wir hatten schon viele Geschichten gehabt, aber noch keine Geschichte hat mich so aggressiv gemacht. Guck mal, ey, ich zitter gerade, das ist kein Witz, Bruder, ich zitter gerade. Das macht mich einfach sprachlos. Das ist echt krank. Wo ich mich einmal richtig gewehrt habe, wo ich den halt in seinen Genitalbereich versucht habe reinzuschlagen, der hat mich halt dann mit einem Messer attackiert gehabt und wollte mich sogar eigentlich abstechen. Und ich habe dann gesagt, hör auf damit. So, ich habe mich mit allem, was ich hatte, gewehrt. Und das wäre jetzt auch jung, Digga, 18 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt, hat noch Leben vor sich. Und du nimmst dir einfach nicht nur die Freiheit, indem du sie einsperrst für 8 Monate, sondern du nimmst dir auch noch die Psyche, Digga. Er hat natürlich sich zurückgehalten, weil wenn ich jetzt aus seinen Händen halt gestorben wäre, so musst du dir vorstellen, dann wäre das ja so, da hätte der einen Mord an sich. Bruder, das ist ja schon fast Mord, wenn du jemanden 8 Monate einsperrst, Digga. Eben, und dafür wird er erst recht reingehen und der war ja gerade mal 17. Wenn der nicht reingegangen ist, Bruder, dann will ich höchstpersönlich morgen mit einem Richter sprechen. Er hat dann mit allem, was er hatte, versucht natürlich, sich ein bisschen zurückzuhalten, aber hat im Endeffekt dann mich trotzdem dann getroffen. Meine Frage dazu, wo waren deine Eltern? Wo waren deine geliebten Personen? Also haben die sich nicht gedacht, wo ist Edda? Die einzige Person, die ja zu mir eine richtige Bindung hat, ist ja meine Schwester. Boah, ich will gar nicht wissen, was bei der abging, Bruder, als sie das erzählt hat, als sie das mitbekommen hat, Bruder. Natürlich ist man in erster Linie glücklich drüber, ey, der Person geht's gut, die lebt noch. Aber Digga, Bruder, die hat 30 Kilo abgenommen. Ihr wollt ja gar nicht wissen, wie die aussah. Ich wiege ja gefühlt schon 30 Kilo. Also man muss sich vorstellen,
in dieser Zeit, wir wissen jetzt nicht, ob es genau 8 Monate sind, vielleicht hatte sie auch ein anderes Zeitgefühl so, dadurch, dass sie da eingesperrt war, aber Digga, du als Schwester weißt gar nicht, wo ist deine kleine Schwester? Wo ist deine Schwester? Du hast sie monatelang nicht gesehen, wo ist sie? Du fragst dich, wo sie wirklich ist, wisst ich meine, du gibst dich auf die Suche, aber du findest nichts. Und meine Schwester hat 4 Kinder. Und meine Schwester, die ist so jemand, die macht sich zwar schon Sorgen, die lässt mich aber auch mein Leben leben. Also wenn ich... Boah, das ist aber nicht Leben leben, Digga. Bruder, 8 Monate in einer Wohnung, Digga. Wochenlang weg bin, die wird sich nicht melden. Es sei denn, die wird mal anrufen. Wenn sie merkt, ich gehe nicht dran, dann weiß ich, okay, sie braucht ihre Ruhe. Aber die Kinder haben sie bedrängt. Die Kinder haben gesagt, Mama, wo ist Tante? Ist Tante tot? Wo ist sie? Und das hat mich natürlich dann als Mensch auch getroffen, nachdem ich von dieser Sache Bescheid wusste. Sie hat wohl halt öfters ihm wohl auf meinen Account geschrieben. Er hat ja mein Handy gehabt. Und wo sie halt ihm geschrieben hat und gesagt hat, wo ist meine Schwester? Und auch mir richtig viele Texte geschrieben hat und mir auch Sprachnotizen wohl geschickt hat, wo halt meine Nichte redet und gesagt hat, wo ist meine Tante und so, Tante, wo bist du? Nachdem er halt auf dem Handy von der Mutter halt die Nachrichten gesehen hat, wo halt meine Schwester den kontaktiert hat, hat der so gesehen die ganzen Nachrichten gelöscht, damit die Mutter halt das nicht mehr auf dem Handy hat und hat die auch von da blockiert. So, meine Schwester hatte nur die Mutter ja auf Instagram gefunden durch meine Follower. Da wurde die halt... Bruder, der ist auch geisteskrank, der Typ, der ist psychisch krank. Und da hat sie das direkt angezeigt. Ich hab Kopfschmerzen, Walla, ich hab Kopfschmerzen, aber mein Kopf gerade qualmt, ich schwör's dir. Zu meiner Schwester. Die ist direkt zur Polizei gegangen und die Polizei meinte dann auch direkt, wir können erst nach 48 Stunden, laut der Regel, ja, weil ich volljährig bin, erst eine Vermisstenanzeige aufstellen und sie wirklich auch als vermisst melden. Das war ja wirklich so. Nach 48 Stunden haben die sich auf die Suche gemacht, sind natürlich erstmal zu ihrer Adresse, also zu seiner Adresse gefahren. Und wo die halt bei seiner Adresse waren, der war... Jetzt bin ich mal gespannt, was die Polizei da für Arbeit geleistet hat, Digga. Die Mutter hat dann halt gesagt, nee, der ist nicht hier, aber der hat hier eine Wohnung, hier direkt um die Ecke. Kann sein, dass er vielleicht da ist, weil ab und zu geht er halt dahin und ist mit seinen Freunden da. Die wusste aber auch nicht, dass die Wohnung leer steht. Die wusste ja gar nicht, dass er das gar nicht benutzt. Nachdem die halt diese Infos gegeben hat, kam die Polizei dann halt auch direkt dahin. Da war mich in diesem Moment am Zusammenschlagen. Ich lag blutig auf dem Boden, als die Polizei die Wohnung reingestimmt ist. Wir merken uns das. Polizei ist reingekommen und sie wurde blutig geschlagen. Polizei hat das gesehen. Die sind reingestürmt und die haben mich direkt da gefunden. Natürlich, der war in diesem Moment in Schock, weil der dachte sich, woher wissen die das? Woher kamen die jetzt? Und ich lag da blutig auf dem Boden, ich konnte mich nicht bewegen. Alter Bruder, ich muss mir das alles bildlich vorstellen, Digga. Mein Kopf ist immer so am bildlich arbeiten und ich sehe alles bildlich vor meinen Augen. Und ich, da denke ich, da entsteht einfach immer noch krasser Hass, weil man sich denkt, ey, was bist du für ein Lutscher? Dass du irgendeine Frau schlägst, dass du eine Frau einsperrst und dass du einfach von einer Frau die Freiheit und die Psyche nimmst, Digga. Wisst ihr, ich meine? Und das sind Leute, Digga, die siehst du auf der Straße und die können nichts machen. Die können nichts machen. Die können gegen Ältere oder gegen Leute in ihrem Alter nichts anrichten. Nichts. Die können nicht mal eine Fliege kaputt boxen. Wisst ihr, ich meine? Das sind Leute, die nur auf Schwächere gehen. Und der hat gesehen, ey, sie ist ein Mädchen, er ist ihr überlegen. Das heißt, es hat ihm gefallen, dass er endlich mal in irgendeiner Machtposition stand. So ein Blender, ich schwör's dir. Kam direkt ins Krankenhaus an dem Tag. Ich will hier nichts Falsches sagen, Alter. Ich sag dir nur Muay Thai und Boxsack, Digga. Ich verstehe überhaupt gar nicht, wie man Gewalt gegenüber Frauen ausnutzen kann. So, weißt du, für mich ist eine Person stark, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist, dass man das alles mit Worten klärt. Ja. So, weißt du, wenn du was Schlimmes gemacht hast, ich mach dich mit Worten fertig. Ich verstehe gar nicht, wie man ein kleines Mädchen, das reicht nicht, dass du die einsperrst, du schlägst sie auch noch zusammen. Weißt du, was ich hoffe? Dass er gegenüber von einer Person steht, was auf einer Wellenlänge ist. Wird es aber nicht. Ich sag dir ehrlich, so eine Person wird niemals gegenüber jemandem stehen, der auf derselben Wellenlänge ist oder noch höher ist. Das sind Leute, die machen sich, die fühlen sich krass, wenn sie Leuten Schaden zufügen, die einfach schwächer sind als sie. So, weißt du, was ich meine? Dass er es auch mal erlebt. Ja, einige Leute von mir haben den natürlich gefragt und meinten, aus welchem Grund hast du das getan oder hast du das überhaupt getan? Der so, nein, die hat mich immer angegriffen, ich wollte mich ja nur verteidigen. So, du weißt gar nicht, was für eine Kraft sie hat. Denk nicht nur, weil sie klein ist, sie kann nichts und so weiter. Alles, was sie sagt, ist gelogen. So, halt immer solche Sachen. Ey, ich bin so gespannt gerade, was das Endergebnis ist. Was quasi, ob das gerichtlich vorging oder was weiß ich was, wie das alles so seinen Lauf genommen hat. Solche Leute gehören einfach nur in die Psychiatrie. Ich sag euch ehrlich, also so ein Junge kann nicht einfach auf der Straße laufen. Geht einfach nicht. Wenn ihr eine Person zum Leiden bringt, das kommt irgendwann immer alles zurück. Ist einfach so. 100%, Digga. 100%. Alles kommt im Leben einmal zurück. Edda, ich will gar nicht mehr über diese Person reden. Ja, es macht dich traurig, mich macht das aggressiv. Mich interessiert es, wie es dir jetzt im Moment geht. Hast damit abgeschlossen? Also ab und zu, natürlich, ich krieg Flashbacks deswegen, weil wenn mich jetzt Personen halt nach
bestimmten Sachen halt fragen oder ob ich danach noch was hatte, dies und das. So klar, da kommt halt alles wieder hoch. Das meine ich, das sind diese, Digga, die Psyche wurde von dem Mädchen komplett genommen. Ich frage mich, ob der jetzt im Knast ist, Digga. Natürlich hatte ich nach dieser Sache nichts, weil ich habe ja im Endeffekt ein Trauma davon, weswegen ich auch zur Trauma- und Psychotherapie gehe. Und natürlich, seitdem geht es mir schon ein bisschen besser. So, ich kann darüber reden, ohne dass ich anfange, in Tränen auszubrechen. Damals war das gar nicht möglich. Ich habe nur geweint bei solchen Sachen, aber jetzt mittlerweile zum Glück geht es mir viel besser. Walla, das freut mich. Ich will dich gerade umarmen, Walla, das hat mir gerade voll leid getan. Ich schwör's. Auf jeden Fall, Leute, ich will mit dem Thema hier abschließen. Ja? Mich freut es auf jeden Fall, dass es dir besser geht. Die Person, die das gemacht hat, ich hoffe wirklich, du kriegst eine Strafe dafür, ja, so einem Mädchen sowas anzutun. Edda, meine Frage am Ende ist immer, willst du den Leuten was mitgeben? Bruder, sag bloß, da wird im Video jetzt gesagt, was, warte mal. Ja, also wirklich, also das betrifft nicht nur die Frauen, auch die Männer. Wirklich passt auf, was ihr macht, weil wichtig ist natürlich, dass der Mann wurde ja nicht extra stärker geschaffen, um Frauen zu verletzen. So wie du schon gesagt hast. Warte, ich rufe ihn mal ganz kurz an hier über Insta. Hallo? Ja, bitte. Bruder, eine Frage. Ja. Ist der Typ drin oder nicht? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich habe mich schon gedacht, dass du das fragst. Also die Dame wollte nicht über die Straße reden, Brudi. Wurde eigenhändig geklärt? Also, ich habe zwar im Video gefragt danach, ja, aber die Dame wollte halt gar nichts über die Strafe erzählen, Bruder. Also, da sind so ein paar Sachen bei der Strafe vorgefallen und deswegen wollte ich da auch jetzt nicht weiter drum rumhacken, weißt du? Deswegen. Bruder, Wallabila, ich habe so eine Hasskicks bekommen, als ich es gesehen habe oder gehört habe, Bruder. Ja, ich habe dir auch vorher geschrieben, dass die erste Geschichte, wo mir richtig diese Wut rauskam, Bruder. Das war echt unnormal. Bruder, ich bin hier im Pullover, ich bin, Bruder, komplett nass. Bruder, ich schwitze, siehst du das? Bruder, warte mal, Digga, ich sag dir ehrlich. Also, krass, also man sollte natürlich respektieren, wenn sie nicht drüber spricht, so. Aber ich habe auch im Video gesagt, ey, ich hoffe, dass die Person ihre gerechte Strafe bekommt oder seine gerechte Strafe bekommt. Und das bekommt der safe, Digga. Also, Chat, das ist für mich Unmenschsein, Digga.